Hey liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der diesjährigen Projekt und Sound. Wir sind am Stand von HK Audio. Man könnte fast sagen, HK Professional habe ich mich schon sagen lassen. Und ihr habt eine Line-Array-Serie. Das habe ich von euch noch gar nicht gesehen. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Also Line-Array ist ja nicht das erste von uns. Es gab ja das Cohedra. Das hier ist neu, die Cosmo-Serie. Am letztes Jahr auf der Prolight & Sound haben wir das Cosmo C8 vorgestellt, ein Doppel-8er. Dieses Jahr hier das C6 und später wird dann noch das C10 kommen. Warum drei unterschiedliche Modelle? Ist ganz einfach so, wenn man Line-Array baut, steht jeder vor der Frage, was ist der richtige Abstrahlwinkel? Also nehme ich 100 Grad, um sicherzustellen, dass die ersten Reihen beschallt werden, nehme ich 80 Grad für das Midfield oder baue ich etwas mit sagen wir 60 Grad für den die Far Reach auf Deutsch für hohe Reichweite. Genau. Und was das hier so besonders macht, ist halt eben, ich kann diese Teile kombinieren. Das heißt, ich muss mich nicht entscheiden, ob ich jetzt den Fokus auf wirklich Longshow lege und gehe Kompromisse ein im Nahfeld oder wenn ich sage, ich will das Nahfeld machen und hand mir vielleicht Probleme ein durch Reflexionen an der Wand und den Verlust des Schalldrucks in der Ferne. Das ist bisher schwierig. Also es gab hier noch kein Line-Array, was man wirklich kombinieren konnte. Man kann es zwar machen, ein kleineres Line-Array und ein größeres hängen, aber wir haben hier wirklich eine nahtlose Verbindung und zwar nicht nur mechanisch. Die sind mechanisch alle kompatibel. Das heißt, ich brauche nur einen Satz Zubehör für alle drei Modelle. HK Audio hat den sogenannten Multicell-Transformer entwickelt. Er ist eigentlich nichts anderes als ein Horn mit vielen einzelnen Hornkanälen. Der macht zwei Sachen. Einmal durch die unterschiedliche Länge der Kanäle kann ich die Wellenfront optimal formen und durch die kleine Bauweise der Kanäle entstehen wie in jedem Horn auch Reflexionen, aber da die Hornkanäle so klein sind, entstehen die Reflexionen und die Verzerrungen halt eben im Bereich, den ich mir wahrnehme, über 20 kHz. Das heißt also auch bei extrem hohem Schalldruck extrem sauberer Sound. So, das heißt also wirklich eine nahtlose Verbindung auch der Wellenfront und das gibt es so bisher nicht. Wir sehen auch hier, da hängt die Banane, da haben wir oben dreimal das Doppel-10er, dann darunter dreimal das Doppel-8er und da wieder darunter dreimal das Doppel-6er. Und das spielt wirklich, muss überlegen, ich habe immer gesagt, seamless connection in perfect harmony, das ist auf Deutsch eine nahtlose Verbindung und es funktioniert einfach gut. Das heißt also, der Abschreibwinkel ist auch an der jeweiligen Größe des Elements geknüpft. Praktisch. Richtig, also wir haben hier das Doppel-6er mit 100 Grad, wir haben das 8er mit 80 Grad, und wir haben das 10er mit 60 Grad. Ja. Wobei für das 10er gibt es auch einen sogenannten Directivity Converter. Den kann man vorne auf die Akustikinsel draufschrauben. Dann kann man auch das mit 80 Grad betreiben. Das geht auch. Aber zuerst mal hier 100 Grad, 80 Grad, 60 Grad. Das heißt also, wenn ich das in einem Line Array zusammenhänge, habe ich eine unsymmetrische Abstrahlung in der Vertikalen. Ich bin unten breit und oben schmal, was natürlich, wenn es die Banane hängt, optimal ist, um halt eben eine Halle, die ersten Reihen und auch die hinteren Plätze zu beschallen. Das ist der Doppel-18er, der passende. Gibt es auch als Single-18er und noch eine Variante, die auch flugfähig ist. Hier sehen wir das Amp-Rack. Also ja, man kriegt auch eine Turnkey-Solution, man kriegt auch von HK Audio quasi dann alles aus einer Hand. Was ich sehr schön finde, ist, dass ihr auch daran gedacht habt, Speaker-Buchsen vorne anzubauen. Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von für KDU-Setups. Oder wenn man unter die Bühne den Bass schiebt und man nicht hinten rumrobben möchte. Da denken viele nicht dran, finde ich sehr, sehr schön. Und hätte ich auch von einer AK ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich kenne das noch, um ehrlich zu sein, von der sozusagen DJ Pro-Serie und war positiv überrascht von dem Line Array. Ich würde es gerne hören, aber geht das... Ja leider nicht. Nee, das geht leider nicht. Aber trotzdem, schon mal vielen Dank für das Video. Ja, vergessen, die sind auch wassergeschützt. Also auch für Autoapplikationen dementsprechend gut geeignet. Sehr, sehr schön. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Playlist zu der Messe und Social Media, Homepage und HK Audios dementsprechend auch unten in der Videobeschreibung verlinkt.